Hallo mein Lieben, hallo lieber Anhuriger, hallo liebe Weltenentdecker und ich begrüße auch die neuen Zuschauer hier zu meinem beliebten Format am Mittwoch, eine Mod vorgestellt. Ich freue mich riesig, einfach grandios, dass ihr heute wieder reinschaut und heute wieder mit dabei seid. Ich habe euch heute zwei Modifications mitgebracht. Warum denn zwei Stück? Ganz einfach, weil diese zwei Modifications übrigens, die sind vom Taludas. Grüße raus, mein Lieber. Ich hoffe, es geht dir gut und du schaust zu, weil diese beiden Modifications müssen auf jeden Fall zusammen vorgestellt werden. Das habe ich so beschlossen. Die River Slots und die River Slot Buildings. Was es mit den beiden Modifications auf sich hat, das machen wir gleich. So, mein Lieben, und dann schauen wir uns die zwei Modifications mal in einem kleinen theoretischen Teil an, bevor wir dann rein in die Praxis gehen, in das Gameplay und ich euch die anhand von verschiedenen Flussbauplätzen mal zeige. Unter anderem die Gebäude, wie gesagt auch die Riverslots. Bei den Riverslots ist es tatsächlich so, ihr könnt das im laufenden Spielverlauf einpflegen in euer Spiel, aber Achtung, wenn ihr ohne Flüsse spielt, das heißt, wenn ihr die Spice It Up Mod benutzt und haut die Riverslots mit oben drauf, dann ist es tatsächlich so, dass die Riverslots freigeschalten werden, nur im Cap Trelawney und auf Manola und selbstverständlich auch in den Besa. Warum? Weil er die anderen Flüsse, beziehungsweise aktuell in eurem Spielstand habt ihr ja ohne Flüsse angefangen mit Spielen und ohne Flüsse können auch keine Riverslots entstehen. Ne? Bedenkt das bitte, aber trotzdem habt ihr die Möglichkeit, mit diesen Riverslots, wie gesagt, in Besa, das sowieso, dann im Cap Trelawney auf Ground Forts und dann auf Manola trotzdem mit diesen Riverslots zu arbeiten, weil diese Flüsse auf diesen großen Inseln gibt's immer. Okay? Und selbstverständlich zu diesen Riverslots ist es so, dass, stellt euch vor, ihr seid in Besa. Und in Besa gibt es ja diese normalen Flussbauplätze, ne? Wo ihr da zum Beispiel die Papiermühle reinbauen könnt oder auch die Lehmschöpferei. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der liebe Taludas hat sich das jetzt zur Aufgabe gemacht, hat sich das zunutze gemacht und stellt euch jetzt in der neuen Welt, in der alten Welt und auch im Cap Trelawney Flussbauplätze zur Verfügung. Ich würde euch empfehlen, fangt, wenn ihr da Bock drauf habt und den Mod wirklich mal kennenlernen wollt mit allem drum und dran, würde ich euch ein neues Spiel empfehlen und zwar mit Flüsse. Ja, ich weiß, der ein oder andere, der würde jetzt sagen, ah, mit Flüsse zu spielen ist nicht so toll und so weiter und so fort. Aber glaubt mir, alleine mit diesen River Slots und River Slot Buildings entsteht dadurch schon teilweise wieder ein anderes Spiel, weil, wie soll ich denn das sagen? Mit diesen Modifications, mit diesen zwei Modifications, könnt ihr da Gebäude drauf installieren, die unter anderem auch verschiedene Vorteile bieten, jawohl, und wo ihr gar nicht gedacht hättet, dass die an so einem oder an diese Flüsse möglich sind. Und das garantiere ich euch. Als Beispiel möchte ich euch nochmal ganz kurz teasern, bevor es reingeht. Stellt euch vor, ihr habt einen Goldwäscher, den ihr dann in diese River Slots einbauen könnt in der neuen Welt. Jawohl, es gibt dann einen Goldwäscher, der definitiv schneller arbeitet wie die Leute in der Goldmine. Und vielleicht auch in der alten Welt, was haltet ihr dort für so einem kleinen Kraftwerk? Ja, was haltet ihr dort für so einem kleinen Gezeigenkraftwerk, was die Energie, diese geballte Power des Wassers nutzt, um die umliegenden Gebäude an diesen Flussbauplätzen mit Strom zu versorgen? Mein Lieben, das geht alles. Ne? Mit River Slots und auch mit den River Slot Buildings. Was es alles da damit auf sich hat und wie das im Gameplay aussieht, das zeige ich euch jetzt im Detail. Ich freue mich riesig drauf. Kommt mal mit, mein Lieben. So, mein Lieben, und dann sind wir im Gameplay. Ich freue mich jetzt riesig, zusammen mit euch diese Mod mal zu testen, euch die zu zeigen und euch die mal so ein ganz kleines bisschen im Detail vorzustellen. Ne? Was hat das mit den River Slot Buildings bzw. mit den River Slots auf sich? Wenn ihr diese zwei Modifications installiert, passiert hier Folgendes. Wir gehen hier gerade mal rein, das ist mein aktueller Spielstand in der Season 4. Und dann seht ihr hier, haben jetzt alle Flüsse, die eure Inseln durchziehen, sogenannte Flussbauplätze. Die gibt es normalerweise nicht. Die Flüsse sind einfach, die liegen einfach so da. Aber jetzt mit dieser Modification von den River Slots, denkt bitte dran, River Slots, erste Mod, habt ihr hier die sogenannten Schiff Flussbauplätze. Die Flussbauplätze dienen im Prinzip der nächsten Mod, dass ihr mehr Flussbaugebäude installieren könnt, beziehungsweise mehr Flussgebäude. Und wie es da auf sich hat, zeige ich euch auch sofort. Es finden sich in der neuen Welt, in der alten Welt, wie auch im Cap Trelawney, immer diese Flussbauplätze bzw. diese River Slot Buildings vom Taludas, befinden sich eigentlich als Zusammenfassung in einem Reiter immer im ersten Slot. In den Bauern wie auch in den Journalero-Reitern. Ne? Die befinden sich hier ganz auf der rechten Seite und hier seht ihr schon mehrere Gebäude. Diese Gebäude haben alle verschiedene Voraussetzungen, dass ihr die bauen dürft. Das finde ich ja so geil. Ich liebe das ja total, ne? Wenn man wirklich von null unten anfängt und dann Stück für Stück sich hocharbeitet und immer mehr Stuff dazu bekommt. Das heißt, am Anfang wird man tatsächlich nicht so erschlagen von den verschiedenen Gebäuden, die man hier bauen kann, sondern das wird Stück für Stück freigeschalten mit eigenen Ideen, die da im Kopf sind. Mensch, da könnte man doch vielleicht, gibt es da nicht ein Kraftwerk oder gibt es da irgendwas? Ja, das gibt es alles. Und in der alten Welt ist es so, ab der
Das erste Gebäude, was er freischalten konnte, ist die sogenannte Flussfischerei. Also der Flussfischer hat folgende Vorteile. Im Gegensatz zum normalen Fischer, den ihr hier am Strand baut, produziert der das Doppelte. Das heißt, der kann 4 Tonnen pro Minute Fisch produzieren. Und hier sind es halt nur 2. Ne? Also das hat schon mal Vorteile, aber denkt dran, die River Slots sind halt begrenzt. Ihr müsstet euch schon überlegen, was ihr mit dem Stuff anstellt, ne? Was ihr mit den 5 Flussbauplätzen anstellt. Hier zum Beispiel wäre es absolut geil, 5 Flussbauplätze, 5 Gebäude, los geht's. Ne? Dann geht's mal weiter. Die kriegt ihr ab 50 Bauern. Als nächstes haben wir den sogenannten Lehmsammler. Das ist der hier, das ist nur die Lehmschöpferei, das ist nicht die Ziegelei. Wir können hier nur den Lehm abschippen. Ich möchte euch gerne nochmal hier den Flussfischer zeigen. So sieht er aus. Schaut mal. Na, so hier. Mit allem drum und dran. Wunderschön. Wunderschönes Gebäude. Mega geil Design. Alleine hier dieser Steg darüber. Ne? Und was das für Arbeit gemacht hat, das hat er schon mal in einem anderen Video erklärt. Wie der das so zusammengebastelt hat und so weiter und so fort. Also richtig, richtig toll. Hier mit den Fischreusen drin. Mega. Ein absolut lecker, ein absolut sahniges Gebäude. Unglaublich. Kann man wirklich nichts anderes dazu sagen. Und mit einem Arbeiter, also mit dem nächsten Rang hier oben, bekommt ihr hier den sogenannten Lehmschöpfer. Der Lehmschöpfer sieht im Prinzip so aus, hat ne, sehr, sehr viel Lehm links und rechts und in der Mitte ist halt der Fluss, wo halt der Kran immer wieder hier diesen Lehm hin und her schöpft. Also so, so geil. Auch wunderschön gebaut. Bekommt ihr aber einen Arbeiter. Das Geile ist dran, schaut mal, die Verarbeitungszeit beträgt auch 15 Sekunden. Wenn man jetzt ganz normal hier reingeht, in diese normale Lehmgrube, braucht das Ding auch 30 Sekunden. Das heißt, dieses Gebäude am Fluss arbeitet auch doppelt so schnell. Es soll ja auch irgendwo einen kleinen Vorteil bieten. Deshalb auch die begrenzte Ressource an Flussbauplätzen. Und dann gehen wir mal ins nächste rein. Übrigens, ihr seht, in jedem Slot, wo sich die River Slots bzw. die Gebäude auftun, findet ihr dann auch in jedem speziellen Reiter, findet ihr die nochmal. Ne? Also hier zum Beispiel in den Ziegeleien oder hier dann zum Beispiel bei den Brettern oder hier nochmal bei den Fischen und so weiter und so fort. Also ihr seht, läuft der Laden. Ne? Also kann man auch nochmal speziell in den speziellen Reitern innen drin auch nochmal aufrufen. Das ist kein Thema. Wir gehen mal weiter. Die Flusssägemühle für einen Handwerker sieht dann im Prinzip so hier aus. Im Prinzip schön autark mit so Bäumen. Man sieht hier so ein bisschen Holz links und rechts. Das hat er wunderschön designt mit allem drum und dran. Ich habe jetzt keine Wege angebaut, damit es auch wirklich unter voller Funktion ist. Das könnt ihr auch selber gerne ausprobieren. Ich wollte es euch eigentlich nur mal zeigen, wie das Gebäude so in der Konstellation aussieht. Und ich muss sagen, auch also jedes Gebäude ist ja wunderschön, wunderschön designt. Also echt toll, was für eine Arbeit. Unglaublich. Hat im Prinzip den Vorteil, dass die Verarbeitungszeit nur 10 Sekunden ist statt 15. Das heißt, ein Holzfäller oder eine Flusssägemühle stellt euch 6 Tonnen Holz die Minute bereit und nicht 4 wie der normale Holzfäller. Okay, bietet auch einen kleinen Vorteil. Dann gehen wir weiter mit dem nächsten, also auch mit ebenso einem Handwerker, schaltet sich dann hier die Wassermühle frei. Das, finde ich, ist das schönste Gebäude hier. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Kraftwerk hat auch was an sich, aber das hier ist mit das schönste Gebäude. Und wisst ihr warum? Diese Wäscheleine ist der Knaller. Das ist ja unglaublich, was die hier so an kleine Details oder was hier unser Taludas an kleine Details eingearbeitet hat. Hier ne, auf der linken Seite seht ihr hier das Rind, das hier noch ein ganz kleines bisschen das Getreide flach drückt und so weiter. Und hier seht ihr das genauso. Ne? Abtransport, Warmlogistik und so weiter. Hier das riesengroße, wunderschöne Rad, mit was man halt dann Gas geben könnte, wenn man halt ja, die Rohstoffe. Wenn man halt noch ein paar Rohstoffe hätte, beziehungsweise ein bisschen Lagerkapazität. Und hier das Schöne ist halt dran, diese Blumen. Also diese Detailverliebtheit hier in den Häusern, einfach nur toll. Wunder, wunderschön. Ist meiner Meinung nach in der alten Welt das schönste Gebäude von diesen 5 verfügbar. Bis jetzt. So, und dann zeige ich euch noch das letzte Gebäude, das freigeschalten wird, sobald ihr den ersten Ingenieur habt. Ne, normal ist es ja so, in der Ingenieursriege bekommt ihr ja dann Zugang auf Strom. Und ihr seht hier den eigenen Wasserkraftwerkslot. Ja, da ist da drinne und dann können wir hier mal die Wasserkraftwerke bauen. Ich habe sie leider nicht hundertprozentig vorbereitet heute, weil ich bin noch nicht so weit mit Stahlbeton. Ich kann den schon basteln, aber ich habe bis jetzt erst nur ein Stahlbetonwerk. Ach, wisst ihr was? Ich mache einen kleinen Schnitt rein. Bis gleich. Ich zeige es euch gleich. Und das letzte Gebäude, meine Lieben, in der alten Welt möchte ich euch jetzt zeigen. Das ist das sogenannte Wasserkraftwerk. Das Wasserkraftwerk findet ihr bei den Ingenieuren, wie gesagt. Bei einem Ingenieur wird es schon freigeschalten. Das heißt, sobald ihr hier die Ingenieursriege freigeschalten habt, bekommt ihr auch Zugang zum Wasserkraftwerk. Ihr findet es auch hier vorne bei den Bauern direkt im letzten Reiter, im sogenannten Wasserkraftwerk. Was macht das Wasserkraftwerk? Ganz klar, liefert sauberen Strom durch die Nutzung
der schieren Kraft, der unbändigen Kraft des rauschenden Flusses. Ist im Prinzip genauso aufgebaut wie heutzutage. Wasserrad in der Mitte, dass dieses Wasser hochschaufelt, diese Energie, diese schiere Power wird dann umgewandelt und damit können wir dann zu Hause, beziehungsweise hier die Anno-Bewohner, die Ingenieure, wie auch dann später die Investoren, ihre Licht aus- und anschalten, wenn sie da Bock haben. So ist das aufgebaut, das Gebäude. Schaut mal. Na, also mit ihr sehr, sehr vielen. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich sag's mal hier mit sehr, sehr vielen kleinen Kondensatoren und so weiter und so fort. Ich denke mal eher, die sind so für den Pufferbetrieb gedacht oder vielleicht auch, keine Ahnung, lasst da euren fantasiefreien Lauf. So wie es aussieht, na, hier dienen die einfach so zur Pufferung, zur Speicherung und zur Speisung. Und auch hier dieses Rad bzw. dieses Gebäude hier außenrum sieht mega schön aus. Also kann man nichts anderes sagen. Und hier seht ihr mal diese kleine Detail von Liegland. Guckt einfach mal, hier die Lampe. Ist schon die erste Lampe angeschlossen und die leuchtet auch schon. Sehr, sehr schön. Das ist das Wasserkraftwerk gewesen. Meine Lieben, das war die alte Welt. Das waren die River Slots und das waren die River Slots, wie gesagt, die River Slots Gebäude oder die River Slots Building für die alte Welt. Ich schwenke mal schön schnell um und wir sehen uns gleich in der neuen Welt wieder. Herzlich willkommen, meine Lieben. Herzlich willkommen in der neuen Welt und ich möchte euch jetzt abschließend nochmal die Gebäude zeigen, was es in der neuen Welt baubar ist, beziehungsweise das einzige Gebäude, was ich noch nicht freischalten konnte hier in der aktuellen Season, ganz einfach, weil ich die Bevölkerung noch nicht dazu habe. Was kann man hier denn bauen? Um erst mal die River Slots zu finden, beziehungsweise die River Slots Buildings, einfach in den Journalero-Reiter reingehen und dann seht ihr auch dieses Wellen-Icon, das hat der Taludas extra dafür kreiert und hier seht ihr alle möglichen Gebäude, die dafür freigeschalten sind. Auch findet ihr die Gebäude nochmal extra aufgeführt in den verschiedenen Reitern. Ne, gerade hier zum Beispiel beim Holz oder wenn er einmal weitergeht in den Obreros, dann findet er zum Beispiel bei den Ziegelsteinen hier auch die Lehmschöpferei oder zum Beispiel bei der Goldmine findet dann auch den sogenannten Goldwäscher. Ne? Das ist alles kein Problem. Ich sag mal, ich würde euch jetzt abschließend die Gebäude zeigen, die man hier auch bauen kann. Und zwar gehen wir mal hier rein. Und dann fangen wir mal an bei der Flussfischefabrik. Was macht die? Die Flussfischefabrik können wir freischalten bei ungefähr 50 Journaleros oder bei genau 50 Journaleros. Sieht dann im Prinzip so hier aus. Ich habe hier schon mal einen kleinen Weg hingebaut. Und na, das ist Vorsicht, im Prinzip Hefe. Die Fischefabrik. Da seht ihr hier die Boote für die Fische. Ne? Hier wird fleißig geangelt und hier wird das. Und hier wird das. In Bewegung? Genau, und hier wird das Fisch extrahiert. Sehr, sehr geiles, kleines erstes Gebäude, was wir hier basteln können. Und vor allem hier das Fisch hier oben dran. Sehr, sehr cool. Na? Nummer 1. Und das wird auch gleich angebunden, ne? So wie es aussieht. So, dann habt ihr mit 500 Journaleros. 500 Journaleros bekommt ihr dann Zugang auf die Flussperlenfarm. Ach übrigens, die Flussfischefabrik arbeitet auch doppelt so schnell wie die normale Fabrik, die ihr am Strand aufbauen könnt. Die Flussperlenfarm macht im Prinzip genau dasselbe, arbeitet auch doppelt so schnell wie die normale Perlenfarm. Und die könnt ihr hier auch ganz normal, schaut mal, ganz normal hochziehen. Am schönsten finde ich halt auch diese Schirme hier. Guckt mal. Und was denken ihr, was die hier machen? Was denkt ihr, was die hier machen? Die bieten ihre Ware an und dann kommen die Leute. Und dann kommen die Leute und kaufen denen die Ware ab. Das sieht man zum Beispiel hier unten sehr schön. Guckt mal hier. Da seht ihr diese Tische und da handeln die diese Perlen. Ne, die machen die sauber und so weiter, alles cool. Und hier werden die Perlen verscherbelt auf diese Tische. Das heißt, da kommen wirklich die Leute, sammeln sich dort, verhandeln die Preise und so weiter und so fort und nehmen dann auch die Perlen mit. Finde ich eine geniale Idee. Und macht unheimlich Spaß, da auch zuzugucken. Allgemein, also perfekt als Bildschirmschoner. Wirklich, wirklich geil. Wie gesagt, die Flussperlenfarm arbeitet auch doppelt so schnell wie die normale Perlenfarm. Ne? So viel steht fest. Und dann haben wir mit einem Obrero, den sogenannten Flusslehmsammler. Ich habe ja auf der linken Seite so eine kleine Zusammenfassung geschrieben, damit ich wirklich nicht durcheinander komme, weil mittlerweile Neue Welt, Alte Welt sind schon 10 Gebäude, die man hier bauen darf. Mega, mega cool. Und der Flusslehmsammler, der ist dann hier, ne? Also das ist dann sogenannte Lehmschöpferei, arbeitet auch doppelt so schnell wie die normale Lehmschöpferei an Land und sieht im Prinzip genauso aus wie das Teil in der alten Welt. Ne? Da hat sich nicht viel geändert, nur halt, dass wir hier schon gleich hier in der Mitte sind von unseren ganzen Gebäuden hier in der Mitte und ich habe schon mal ein paar Wege hingebaut, also dass ihr sehen könnt, dass es hier gleich losgeht. Das Ding, wie gesagt, arbeitet auch doppelt so schnell wie das Pendant an Land. Dann gehen wir wieder raus und dann würde ich sagen, das Sägewerk am Fluss schaltet ihr genauso mit einem Obrero frei, arbeitet genauso schnell und sieht wahrscheinlich auch genauso aus wie das Pendant in der alten Welt. Das Geniale ist halt dran, das produziert euch 6 Tonnen
Holz in einer Minute. Ne? Im Prinzip, also beziehungsweise 6 Tonnen Bretter in einer Minute. Das ist auch ein schönes Lager mittlerweile dabei. Ne? Das sind 10 Tonnen Lager. Das heißt, ihr könnt hier wirklich, ihr habt 2 Minuten Zeit, ungefähr 2 Minuten Zeit, dass die Marktkarren hier auch diese Waren abtransportieren können. Das heißt, vom Weg her könnt ihr da schon etwas weiteren Weg bauen. Das wäre kein Problem, damit auch die Marktkarren, ja, damit sie halt individuell reagieren können, sage ich mal. Und das Ding müsst ihr halt nicht gleich an einem Lagerhaus installieren. Dafür ist zum Beispiel die Lagerkapazität von 10 Tonnen ist dafür wirklich ausreichend. Okay, dann werden wir das Gebäude wegreißen. Und jetzt kommt meiner Meinung nach das beste Gebäude, natürlich außerdem Flusskraftwerk, was ich leider nicht bauen kann. Dafür braucht man 900 Artistas in der neuen Welt. Dann kann man auch dieses Flusskraftwerk bauen. Ich möchte euch aber jetzt speziell diesen Goldwäscher zeigen. Und das, finde ich, ist das schönste Gebäude hier, was es gibt, weil da muss man erstmal drauf kommen. Und zwar wird hier über Förderbänder wird hier das Gold aus dem Fluss gewaschen. Ja? Das Geniale an diesem Gebäude ist doch tatsächlich die Produktionszeit. Der normale Goldwäscher, wenn man mal reingeht, Obreros normale Goldwäscher oder die normale Goldmine hat eine Herstellungszeit oder ich sag mal, der findet eine Tonne Gold in 2 Minuten 30 in so einer Mine. Und wisst ihr, wie schnell jetzt dieser Goldwäscher ist? Schaut mal, der ist 5-mal so schnell. Richtig, der ist 5-mal so schnell. Das heißt, in einer Minute kriegt ihr hier 2 Tonnen Gold raus. Also im Prinzip Goldnuggets, sage ich jetzt mal. Ne? Das sind nicht Goldbarren, sondern wirklich das Gold als Zwischenware. Das sieht dann so aus, lässt sich boosten, lässt sich bestimmt noch mit Elektrizität später verfeinern und so weiter und so fort. Und sieht halt wunderschön. Also das ist das genialste Gebäude, was es hier in der neuen Welt so gibt. Gerade mit diesen Förderbändern, eine mega geile Idee, was da unser Taludas rausgebastelt hat. Ne? Hier auf der Gegenseite, schaut mal, hier wird es dann nochmal final gewaschen. Hier wird es dann zwischengelagert in einem kleinen Gebäude. Und hier wird es dann garantiert auch verkauft, ne? Oder verhandelt oder. Da könnt ihr euch... Ja, da könnt ihr so ein bisschen Fantasie, könnt ihr dann weiten lassen. Die meisten sehen sich doch eh nur die Bilder an. Ja, und das ist im Prinzip das schönste Gebäude meiner Meinung nach der neuen Welt. Hat nicht nur diesen Aspekt, der, ich sag mal, der einfach nur, wie soll ich das sagen, hat im Prinzip nicht nur den Aspekt, dass ihr hier mehrere Goldwäscher bauen könnt, je nachdem, wie viele ihr hier Flussbauplätze habt, sondern wirklich den Aspekt dieser Geschwindigkeit. 2 Tonnen Gold in einer Minute für einen Goldwäscher, das spricht schon eine deutliche Sprache. Jetzt überlegt mal, ihr baut diese 4 Flussbauplätze, dann habt ihr 8 Tonnen Gold in der Minute und da lässt sich schon was anstellen. Egal ob verkaufen, egal ob handeln in der Speicherstadt oder. Lasst euch das alles mal ganz gemütlich durch den Kopf gehen. Mein Lieben, das war's für die Flussbaumod, für die Riverslots bzw. für die Riverslot Buildings. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist eine sehr, sehr kleine, aber geile Modification. Wirklich die kleinen Mods, die für mich speziell genau diesen Content ausmachen. Und genau das sind diese Mods, die, wo ich Anno so lieben gelernt habe. Weil alleine diese kleinen Modifications sorgen wirklich dafür, dass unheimlich mehr und unheimlich individuellerer Content hier nochmal reinkommt. Es ist einfach nur geil, was die Modder hier reinbringen. Oder was meint ihr? Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Bis hierher, herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in den kommenden Folgen hier wieder mit dabei seid, mit reinschaut in den Livestream am Samstag mal oder vielleicht in der einen oder anderen Gameplay-Folge unter der Woche. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.